Ja, ich bin Moderator, Radiomoderator beim Saarländischen Rundfunk und redaktioneller Mitarbeiter. Das ist so eine ein bisschen spezielle Tätigkeit. Das kann eigentlich alles sein. Also vom Quizredakteur über Kinotipp, Autor bis hin zu Interviewer ist da alles mit dabei. Für diesen Job, den wollte ich schon immer machen. Also ich war, glaube ich, 14, da war ich Kandidat in einer Radiospielshow und war so fasziniert davon, dass man in so ein komisches Mikrofon reinreden kann, Kabel dran, und dann kann das theoretisch jeder auf diesem, naja, damals nur im UKW-Sendegebiet, aber heute kann das jeder hören. Das hat mich irgendwie technisch fasziniert. Nicht die Tatsache, dass man berühmt werden kann, weil so viele das hören, aber einfach, dass es ein geiles Medium, wollte ich immer schon. Naja, ich habe Visitenkarten, da habe ich so Comic-Versionen von mir, die ein Freund gemalt hat, als Gesicht drauf, ansonsten Adresse und Telefonnummer, weil sonst wird es zu viel. Radiomoderator, Buchautor, Fernsehmoderator, Quizredakteur, Kinoexperte, Musical-Experte, Programmgestalter, das wird alles zu viel. Das kommt immer irgendwie mal vor, deswegen Visitenkarte, eigentlich Name und Adresse, und ehrlich gesagt, mich fragt seit Jahren keiner. Nach der Visitenkarte, da kosten 500 immer 12,90 €, und wir nicht alle. Also erstmal war es die Faszination für dieses Medium, dann aber das, was da passiert. Also als Musikfan, ich bin ein Kassettenkind der 80er, der sich die Hitparaden aufgenommen hat, mitgeschrieben hat. Also mit Musik arbeiten zu dürfen, und das ist schon der Hauptteil dessen, was man in einer Radiosendung bedienen muss, das war immer faszinierend. Das wollte ich immer. Und im zweiten Schritt dann die Musik machen, kennenlernen und befragen dürfen und sich mit denen austauschen. Und dann im nächsten Schritt auch andere Leute. Es ist natürlich ein Riesenprivileg, mit Künstlern, mit Kreativen, mit besonderen Menschen im Austausch zu stehen, die fragen zu dürfen. Und dann von denen natürlich auch dann Input zu bekommen. Das ist spannend und das macht es jeden Tag aus. Also erstmal habe ich in den letzten 2 Wochen jeden Tag eine Sendung gemacht, die etwa 3 Stunden dauert und bei der man dann konzentriert in diesen 3 Stunden, das sehe ich als Aufgabe, ein bisschen gute Laune verbreitet. Ich habe 2 Projekte, an denen ich ein bisschen intensiver arbeite. Das eine wird sein, ein Radiotag. Wenn Corona vorbei ist und wir wieder reisen können, wollen wir die noch aktiven Radiolegenden Deutschlands nach Saarbrücken holen. Das wären jetzt, sagen wir mal, von HR3, jetzt HR1, Werner Reinke. Wunderbare Stimme, auch von der Werbung kennt man den. Frank Laufenberg ist noch aktiv. Frank Elstner würde dabei sein, der als Chef von Radio Luxemburg in den 70ern viel geleistet hat. Fritz Egner vom Bayerischen Rundfunk oder Rick DeLisle, der alte Ami aus Berlin, der von der Air Force beim RIAS dann gelandet ist. Und das ist faszinierend. Ich habe mit denen allen entweder gemailt oder telefoniert. Und die haben da alle Lust, einmal sich wieder zu treffen und dann so das alte UKW-Radio der 80er, das ich als Kind toll fand, nochmal hochleben zu lassen. Das zweite ist, dass ich im Austausch mit Henny Nachtsheim von Badesalz bin. Der bastelt gerade an einer Fortsetzung einer Radiocomedy. Der hat in Corona-Zeiten Käthe und Konrad in Quarantäne, so ein altes Ehepaar, die sich kabbeln. Jetzt ist das der Lockdown rum, jetzt gehen die wieder ins Leben. Und da wird es eine Fortsetzung geben. Und das ist auch eine tolle Sache, mit einem der Top-Comedians aus Deutschland immer mal wieder, wenn man immer WhatsApp-Sprachnachrichten, sich auszutauschen. Aber ich brauche noch so lange und irgendwie das Setting ist schwierig. Und der Gerd Knebel, der zweite Badesalzer, macht das und das dazu. Diese 2 Dinge sind besonders im Moment. Ich bin ja Mickey Mouse-Fan und insofern ist immer, Erwachsene sind nur groß gewordene Kinder. Also irgendwie das Kindliche, das Spielerische, das Begeisterungsfähige, das irgendwie in sich zu bewahren, das ist mir, glaube ich, wichtig. Deswegen fahre ich auch gerne immer noch Achterbahn, mir wird dann nicht schlecht und gucke gerne Kinderfilme, vermeintliche Kinderfilme.
Also da gibt es zwei Herangehensweisen. Einmal habe ich ja die Sendung, die 3 Stunden dauert. Da ist sozusagen das Rotlicht der Anknopf. Dann muss die Power besonders kräftig sein. Da muss man auch irgendwie alles geben, weil vom Verständnis her ich den Menschen, die das jetzt eingeschaltet haben, für eine gute Zeit sorgen will in dieser Zeit. Also Mikro an. Und das bedeutet aber auch, wenn das Mikro rum ist, einen Titel, der mir nicht gefällt, leise machen oder irgendwie kurz, also Gedankenpause, irgendwie mal im Internet noch was gucken und so. Ansonsten muss das eine schöne Balance sein von Phasen, wo man konzentriert an was arbeitet und auch Freizeit. Wobei das bei diesem Job schwierig ist, immer zu trennen. Ich gehe durch den Wald, höre Musik und irgendwie man hört irgendwas und denkt, ah, das könnte doch das, da kommt eine zum anderen und man hat eine Aktionsidee. So, dann ist es in der Freizeit passiert, aber dann ist auch erstmal gut, also vielleicht 2 Stichworte notieren, damit man es nicht vergisst und dann ausarbeiten, wenn man wieder im Dienst ist. Der alte Spruch, man tut immer das gut, was man gerne tut, ist schon wichtig. Also wenn ich auf was Lust habe, dann freue ich mich drauf und dann ist das was, wofür es sich lohnt, nochmal rechts und links zu gucken, was noch extra vorzubereiten. Natürlich gibt es auch Routinen, die hat man sich jetzt in über 30 Jahren Beruf angeeignet, also einen Tag, wo ich müde bin oder wo ich mal keine Lust habe oder wo das schlechte Wetter mich runterzieht, kann man mit den Techniken und dem Besteck, das man so drauf hat, trotzdem eine akzeptable Sendung abliefern. Aber da gibt es schon solche und solche Tage, klar. Eine gute Vorbereitung lässt einen immer ruhig an eine Sache rangehen. Also insofern, wie ich eben gesagt habe, rechts und links gucken und immer mal ein bisschen besser vorbereiten.